Ja. Ah, Springginkel, was auch immer das sein soll. Viel Spaß mit der Berghammer Tanzenmusik. Promi-Geflüster, heute zu einem Interview sind wir gar nicht so weit rausgefahren, Mittelstadt Reutlingen. Da gibt es heute die böhmische Sommernacht und drei Kapellen treten heute auf. Und eine habe ich jetzt hier an meiner Seite, die Berghammer Tanzelmusi. So heißt es genau, gell? Genau, ja, richtig. So, wenn wir jetzt gerade vielleicht mal der Reihe nach ganz kurz deine Musikanten mal vorstellen, das vielleicht so mal als erstes. Neben mir, wen habe ich da? Also ich bin der Sepp Asanger, spiele Flügelhorn. Neben mir ist der Matthias Hoffmann an der Tuba, dann der Martin Stadler am Tenorhorn, Andreas Jodl an der Basstrompete und heute Matthias Pürner an der Quetschen. Alles klar, sehr gut. Er kommt aus dem Mühlkreis, wenn ich das jetzt so richtig gelesen habe. Fast. Mühldorf am Inn. Mühldorf, ja. Genau, Landkreis Mühldorf am Inn. Also so direkt oberbayerisch-niederbayerische Grenze. Jetzt im Vorfeld, ich habe ganz schnell heute Morgen noch recherchiert, wo ich noch gesehen habe, dass ihr dabei seid. Es ist so ein bisschen ja, Wirtshausmusik, kann man sagen, oder? Was ist euer Repertoire? Ja, also die Veranstaltung heißt der Böhmische Sommernacht. Mit Böhmisch haben wir jetzt eigentlich nicht am Hut. Es ist eigentlich ja, Volksmusik, bayerische Volksmusik, und aber natürlich sehr wirtshaustauglich. Mhm. Also eher weniger konzertant, aber gemütlich. Gemütlich, sehr schön. So soll es doch sein. Und wie lange gibt es die Tanzelmusik schon? Wo habt ihr eure Wurzeln? Uns gibt es seit 5 Jahren jetzt. 2013 habe ich einen riesen Fehler gemacht. Und zwar habe ich einfach vergessen, für ein Festel bei uns im Dorf die Musik zu organisieren. Da haben wir beim Bier geguckt. War schön, ein paar Tage davor, hat der Seppi mich gefragt, du, wer spielt denn da am Sonntag? Und ich habe gesagt, hoppala,
keine Ahnung, komplett vergessen. Und dann haben wir halt rumgerufen und jeder hat Zeit gehabt und seitdem gibt es uns so. Das ist das Resultat. Ja. Genau. Und was es natürlich heute Abend zu hören gibt, das werden wir dann, wie gesagt, nachher hören, oder was es generell zu hören gibt bei euch, kriegt ihr da so eine Wirtshausstimmung heute hin? Meint ihr, das klappt? Was ich jetzt gesehen habe, ist eine kleine Turnhalle. Also für uns, da würde ich sagen, sehr ungewöhnlich zum Spielen, weil ich glaube, die Leute sind eher aufmerksam und wahrscheinlich eher konzertant. Also jetzt nicht unbedingt unser Metier, sage ich jetzt mal. Aber ja, du, gemütlich müssen sie es selber machen. Ich denke mal, wenn man wirklich so im Wirtshaus dann musiziert, da hat man jetzt da nicht die große Anlage dabei. Also ich denke mal, es ist alles handgemacht, oder? Also ohne große Verstärker, oder? Wie sieht's aus? Absolut. Wir können schon mit Verstärkung natürlich auch spielen. Da, aber also ich sage mal, zu 90% spielen wir echt. Genau. Live ist live. So ist es. Ja. Ja, wo dreht ihr sonst so auf? Was sind so eure Lokalitäten oder euren Umkreis, wo ihr anzutreffen seid? Ich meine, jetzt hier nach Reutlingen, das ist, glaube ich, schon fast wieder eine Weltreise, oder? Heute ist mal wieder weiter. Ja, wir sind fast auf die Minuten genau 3 Stunden gefahren. Natürlich bewegt sich das hauptsächlich um die Heimat rum. Österreich, wir waren auch schon auf dem Woodstock der Blasmusik. Aber wir haben auch heuer noch einen Ausflug nach Göttingen und das ist dann nochmal mehr als doppelt so weit wie heute. Also es sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Auf alle Fälle. Woodstock der Blasmusik, ich denke mal, das ist ja mittlerweile so ein Highlight geworden für jede Musikkapelle irgendwo. Was ist da das Besondere? Jetzt muss ich doch mal ein bisschen geschwind da in die Mitte kommen. Was macht das Woodstock aus oder besonders? Also das Woodstock ist einfach von den Leuten her der Wahnsinn, weil es halt eine mega Stimmung ist und erstens mal, wie viele Leute einfach sind auf dem Ganzen. Ich glaube, heuer waren es auf die 4 Tage irgendwie um die 60.000 Leute. Und wenn du halt da spielst, da ist halt für Stimmung garantiert. Also das ist, glaube ich, für jeden Musiker einfach das Highlight vom Jahr, wenn man da spielen darf. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Ich sehe es immer bloß so in den Medien und im Internet auch. Wie viele Bühnen gibt es denn da? Ist da eine große, mehrere kleine oder wie muss man sich das vorstellen? Es gibt zwei Hauptbühnen. Dann gibt es einen Tanzelsturm, da sind oft so Tanzelmusen und dann gibt es noch eine Allhandstage, das ist ein Bierzelt und dann gibt es noch, wie heißt das? Leitnerstadel. Und für die Tanzelmusik da in dem Stadel, da waren sie ja dann sozusagen noch auf der Bühne. Ne? Genau. Wir haben letztes Jahr haben wir in der Tanzelsturm drin gespielt. Das ist eigentlich ziemlich. Ja, was gehen da rein, 400 Leute oder so und da kocht halt die Stimmung da drin. Also ist einfach Wahnsinn. Glaube ich, sehr tolle Sache. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Tonträger. Ich denke mal, das ist vielleicht auch noch interessant. Gibt es da auch schon was? Ja, wir haben gleich, bevor wir wirklich gestartet, haben wir ja CD aufgenommen, weil braucht man. Ja. Und dann haben wir ja drauf noch eine Weihnachts-CD aufgenommen. Und die nächste, also quasi das zweite Album, ist quasi jetzt gerade in Arbeit und wird wahrscheinlich dieses Jahr, Ende des Jahres noch fertig. Toll, tolle Sache, auf alle Fälle. Wo findet man ein bisschen was, Informationen, wer was sehen möchte? Ich glaube, ihr seid bloß auf Facebook unterwegs, oder? Ja, hauptsächlich auf Facebook und unser Quetscher, der hat nochmal eine Internetseite, www.zirchzentrale.de, weil der ist auch als Lehrer tätig und da gibt es halt eine Rubrik, Berghammer Tanzelmusik, da wo man dann auch unsere Termine noch finden kann. Aber so eine eigene Homepage haben wir nicht, also hauptsächlich Facebook. Ja, auf den sozialen Plattformen. Instagram dann auch? Seid ihr da auch vertreten? Noch nicht, so modern sind wir leider noch nicht. kommt alles noch. Genau. Denk mal, heute wird er da wieder einige Fans dazugewinnen und natürlich auch bei Promi-Geflüster sind wir natürlich auch dabei. Ja, dann würde ich sagen, euch einen schönen Abend. Wir verfolgen nachher noch ein bisschen euren Auftritt und dann in diesem Sinne, dann später oder morgen, je nachdem, wieder eine gute Heimreise dann. Ne? Merci, ebenso. Ja, und viel Spaß. Jetzt habt ihr alles Weißbier, dann würde ich sagen, stoßt mal zusammen, oder? Prost. Ich habe noch keins, aber das kommt nachher noch. Kurz Weißbier. Also, zum Wohl.